Hallo zusammen, ich begrüße Sie und ich begrüße euch ganz herzlich zum Tag der offenen Schule der Geschwister Scholl Realschule. Mein Name ist Maribel Martin und ich bin die Schulleiterin hier. Und ich möchte euch und Ihnen heute einen Eindruck unserer Schule geben. Und deshalb würde ich sagen, hier ist der Schlüssel, legen wir los. Ich glaube, als erstes fällt schon auf unser Aufenthaltsraum. Die zwei Tischkicker, aber auch die Möglichkeit, ganz, ganz viele Bücher auszusuchen und auch zu lesen. Und vor allem, sich die Bücher auch mit nach Hause zu nehmen. Wenn wir dann weitergehen, dann entdecken wir hier unseren Verwaltungsbereich. Im Verwaltungsbereich ist das Lehrerzimmer, aber auch das Sekretariat und auch mein Büro. Wir stehen immer alle bereit für wichtige Fragen und alle Anliegen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann entdeckt ihr und sie unseren Lichthof. Unser Lichthof ist unser Sammelplatz für Gottesdienste, Treffpunkte, aber auch eben auch, wenn wir an Projekten gemeinsam arbeiten, dann sehen wir oftmals hier fleißige Schülerinnen und Schüler, wie sie hier arbeiten. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich glaube, das kam aus dem Musiksaal. Kommt mit, kommen Sie mit, begleiten Sie mich in den Musiksaal. Ins Kino gehen oder fahren muss nicht der Plan. Wir sind von A, was wir allein, die Zeit ist endlich rum. Und ich werde hier los, du lässt dich ein, wir essen Eis, nicht nur zu zweit und kaum erwarten, dass das wieder kommt. Wir sind gemeinsam, ich jetzt und wir. Natürlich, kommt rein. Hallo, liebe Schüler. Willkommen hier an der Realschule. Wir haben hier das tollste Fach der Welt und zwar ist es Technik. Technik macht richtig viel Spaß. Wir bauen so Sachen aus Holz, zum Beispiel hier ein nettes kleines Katapult oder auch mal einen Flitzer, der so richtig durch die Gegend raus. Wir bauen zum Beispiel auch Uhren aus Kunststoff. In 9.10 machen wir natürlich andere Sachen als in 7.8.
Hier bauen wir zum Beispiel Sachen, die über Licht gesteuert werden, wie diesen Roboter hier oder einen Solarflitzer, der dann über die Sonne richtig Gas gibt. Wir machen das coole Zeug. Kommt zu uns. Hierher. So, nachdem ihr nun einen kleinen Einblick in das Fach Technik bekommen habt, geht's weiter in der Schulhausführung. Hey, das sind Emma und Robin, unsere Schülersprecher. Die haben bestimmt auch noch für euch ein paar wichtige Informationen, die euch interessieren könnten. Liebe Grundschüler, ich bin Robin Ali aus der 9b und bin der Schülersprecher der Geschwister Scholl Realschule. Meine Hobbys, ich spiele sehr gerne American Football, denn Körperkontakt macht mir nicht viel aus. Und an der Schule gefällt mir die Lehrkräfte und die neuen Tafeln. Hi, ich bin Emma, ich bin der 9a. In meiner Freizeit schauspielere ich gerne und fotografiere ich gerne. Mir gefällt an der Schule vor allem der Geschichtsunterricht, weil ich mich sehr für Geschichte interessiere, aber auch die generelle Atmosphäre im Schulhaus ist ganz schön. Also wir sind jetzt hier am SMV-Brett, an dem allerlei Informationen für euch hängen werden. Hier seht ihr auch die Schließfächer. Um die Ausgabe kümmert sich auch die SMV am Anfang des Schuljahres und um den Schultimer kümmern wir uns ebenfalls. Die SMV organisiert auch ganz viele verschiedene Mottotage, wie zum Beispiel Fasching, Halloween und Nikolaustag und einen Trikottag. An dem Trikottag könnt ihr eure Trikots anziehen nach eurer Wahl. Beim Nikolaustag kriegt jeder ein Nikolaus. Ein Schoko-Nikolaus. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf unsere Schule kommen würdet. Ich stehe nun vor dem Englischraum. Wir spiegeln mal in den Unterricht. Hello, it's very nice to see you. Welcome to Geschwister Scholl Realschule Bad Urach. The school with a big, big heart. Welcome to your first English lesson. Ja, herzlich willkommen. English with? Me, your new English teacher, Miss Amberle. And this is where we have English, in our wonderful English room. Hello, boys and girls. Hello, Miss Emily. Well, you already know some English words. This is a cheeseburger. Please repeat after me. Cheeseburger. Hamburger. No, I'm sorry. That's not a hamburger. That's a cheeseburger. Ah, cheeseburger. Well done, well done. We love cheeseburgers. And with English, I get cheeseburgers around the world. That's correct. There's more to eat. That's a banana. Please make sentences with banana. Bananas are good for you. Bananas are yellow. A banana milkshake is yummy. Monkeys eat bananas. My mother buys bananas at the supermarket. Cheeseburgers are better than bananas. Okay, you guys are doing fine. The next thing to learn is dancing. How can I explain it to you? Yes? Miss Emerald, we can dance. Really? Can you show me? Sure, no problem. Wow, that was so good. Wow, I love dancing. Dancing makes me feel good. Dancing is great. And with English, you can dance around the world. And this is in the English book with Cyril the Crab. Miss Amberle. Yes, my dear. What is it? My name is Lucy Potter. I can do magic. Ich kann zaubern. Listen, everybody. If you repeat the new words, we can bring Cyril to life. Wir können die Krabbe aus dem Englischbuch zum Leben erwecken. Wow, cool, let's do that. Okay. Cheeseburger, banana,
dancing. Okay, again. Cheeseburger, banana, dancing. Hello, and welcome to the kids from the Grundschulen. I'm Phil, the cool grump. Okay, let's get started. Cheeseburger, banana, dancing. Wow, you can speak English. And you will learn much more English at the Schleswig-Holstein Realschule. But ooh, see you in September. Goodbye. Yes, come to the Schwesterschule Realschule in September. Let's learn English together. Let's go to London together. Bye-bye. Goodbye, liebe Grundschülerinnen und Grundschüler. See you soon. Weiter geht's mit der Schulhausführung. Bisschen frische Luft wird uns gut tun. Hier sind wir in unserem grünen Klassenzimmer oder auch in unserem Schulgarten. Wie ihr seht, haben wir unseren eigenen GSR-Tannenbaum, weil uns Nachhaltigkeit wichtig ist. Außerdem seht ihr, der Frühling kommt. Es blüht schon ganz, ganz viel. Und wir haben auch einen eigenen Schulteich. Wir kommen nun an der Küche vorbei. AES, unser nächstes Wahlpflichtfach, stellt sich hier vor. Denn AES ist viel, viel mehr. Weil man viel praktisch arbeitet. Weil man es im Alltag braucht, zum Beispiel Nähen, Kochen. Weil man lernt, nachhaltiger zu leben. Weil man kreativ sein kann. Weil man für das Leben lernt. Hier riecht's gut. Waffeln oder Crepe? Muss mal schauen. Das könnte unser nächstes Wahlpflichtfach sein. Französisch. Ich geh mal dem Geruch hinterher. Vom Fach Französisch und backen heute mit euch Crêpe auf Französisch. Für die Zubereitung braucht ihr folgende Geräte. Un saladier. Un fouet. Une louche. Un crêpe-maker. Une balance de cuisine. Une cuillère à soupe. Außerdem braucht ihr folgende Zutaten. Une pincée de sel. 300 g de farine. Und 3 œufs. 3 cuillères à soupe de sucre. 50 g de beurre fondu. Und 60 cl de lait. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Tu ajoutes les ingrédients. Et remue tout ça avec le fouet. Bravo, la pâte est magnifique. Maintenant, il faut chauffer le crêpe maker. Tu verses ta pâte et tu fais la cuire. Voilà une crêpe bien dorée. Tu peux ajouter du chocolat, du sucre, de la confiture. Bon appétit. Mmh, c'est bon. Wenn ihr das Rezept gerne nachbacken möchtet,
findet ihr es auf unserer Homepage unter Französisch. Au revoir. Salut. Oh, war das lecker. Wir gehen einfach mal in das Nebenzimmer und schauen, wer uns da Interessantes begegnet. Hallo und herzlich willkommen. Bei uns an der GSR ist neue Technik eingetroffen. Mittlerweile haben wir in allen Klassenzimmern solche digitalen Tafeln. Vielleicht kennt ihr sie bereits aus der Grundschule. Wenn nicht, präsentiert euch jetzt Jadon aus der 8a, was man mit so einer Tafel alles anstellen kann. Ja, danke Herr Barker. Ich öffne nun schnell mal die magnetischen Whiteboard-Flügel. Und dann kommt hier unsere Benutzeroberfläche mit den ganzen Apps zum Vorschein. Am meisten nutzen wir im Schreibprogramm ProNote. Hier können wir alles hinschreiben, was wir wollen. So, gehen wir zurück zur Benutzeroberfläche und öffnen jetzt mal zum Beispiel Google Earth. Und dann suchen wir mal unsere wunderschöne Schule. Und hier ist sie auch schon. Und hier haben wir den Startbildschirm von unserem PC-Modul in der digitalen Tafel. Man kann das ganz normal nutzen wie einen normalen PC, wie zum Beispiel auch den Internetbrowser. Hier haben wir unsere GSR-Website mit allen wichtigen Infos für zum Beispiel die Anmeldung der neuen 5er. Lieber Jadon, vielen Dank für die kleine Präsentation. Ist schon wirklich erstaunlich, was man mit der Tafel alles anstellen kann. Die Technik allein macht den Unterricht zwar noch nicht besser, aber die Lehrer haben deutlich mehr Möglichkeiten, den Unterricht interessanter und auch ein ganzes Stück weit zeitgemäßer zu gestalten. Für Sie und Euch interessant ist mit Sicherheit ein Stundenplan, wie er typischerweise für die Fünftklässler aussehen könnte. Diesen präsentiert Ihnen jetzt Frau Bender. Wir sehen hier einen Stundenplan, wie er in der Klasse 5 bei uns aussehen könnte. Es gibt einige Fächer, die mit Sicherheit bekannt sind. Da zählt Mathe, Englisch oder auch Deutsch dazu. Andere Fächer werden mit Sicherheit neu sein, wie zum Beispiel KFF und IFE. Und was man unter den letzten zwei Fächern versteht, das erklärt uns jetzt die Klasse 5b. Hallo, ich bin der Daniel aus der Klasse 5b und ich stelle euch heute KFF vor. KFF machen wir meistens im Klassenzimmer. Wenn es schön Wetter ist, machen wir es draußen. In KFF besprechen wir gerade die aktuellen Themen, wo es auf der Schule gibt, wenn was passiert oder so. Dann besprechen wir auch Probleme, wo es in der Klasse vielleicht mal gibt. Wir planen auch Ausflüge zum halt woanders hingehen. Und wir spielen auch manchmal Spiele. Yeah! Hallo, heute stelle ich euch das Fach IFE vor. Es werden Themen besprochen, wie zum Beispiel, wie lerne ich für eine Klassenarbeit? Wie packe ich meinen Schulranzen? Wie gestalte ich ein Plakat? Welche Lerntypen gibt es? Und noch viel mehr. Wir lernen auch in kleinen Gruppen, zum Beispiel Englisch. Take a snowball, put it on the ground, push it, roll it, make it big and round. Look, your snowman is big and tall. But has no eyes, no nose at all. Two stones will do, and a carrot too. Now, Mr. Snowman, how are you? Oder wir lernen auch für einen Mathe-Wettbewerb. Und auch Deutsch lernen. Wenn wir nochmal einen Blick auf unseren Stundenplan werfen, fällt auf, dass bei uns nicht jeden Nachmittag Unterricht stattfindet, weshalb wir auch gar keine Ganztagesschule sind. Allerdings stellen bei uns Hausaufgaben einen ganz wichtigen Bestandteil unseres Unterrichtskonzepts dar.
Neben diesen ganzen Schulfächern bietet sich aber auch noch die Möglichkeit, sich an verschiedenen Aktivitäten, die außerhalb des Unterrichts stattfinden, zu beteiligen. Und einige davon, die zeige ich euch jetzt. Ab Klasse 7 können sich Schüler zum Schulsani ausbilden lassen und sind dann Helfer für Schüler, denen es nicht gut geht oder die kleinere Verletzung haben. Sani 1 verstanden? Neben dem normalen Unterricht bietet sich bei uns die Möglichkeit, an verschiedenen AGs teilzunehmen, beispielsweise an unserer Fußball-AG, einer allgemeinen Sport-AG, bei der verschiedene Sportarten ausprobiert werden können, und unsere Königsball-AG. Jedes Jahr findet ein Königsball-Turnier statt, bei dem die verschiedenen Klassen dann gegeneinander antreten. Das war unser Tag der offenen Schule. Ich hoffe, ihr konntet alle einen guten Einblick gewinnen. Und wir würden uns alle wahnsinnig freuen, wenn ihr euch bei uns anmeldet. Eine Sache noch. Unter allen Anmeldungen habt ihr die Möglichkeit, bei uns an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Wie in jedem Jahr. Dafür ist es wichtig, dass ihr euch folgenden Lösungssatz merkt. GSR, das ist meine Schule. Schreibt diesen Satz unter eure Anmeldeunterlagen und vielleicht sehen wir uns im neuen Schuljahr. Tschüss! Ins Kino gehen wir heute!